Welcome back, ladies and gentlemen. Ich bin Solfpsycho, ich bin wieder am Start mit einem weiteren Video. Wir finden uns in Phasmophobia und heute habe ich eine kleine Besonderheit. Heute werde ich Tanglewood spielen, im besten Fall 3 Runden. Es könnte sein, je nachdem wie lang das Video wird, dass ich vielleicht hier und da ein bisschen cutten muss. Und ihr seht auch schon, ich habe Stufe 1 Equipment, denn das wird heute meine Challenge sein, mehr oder weniger, weil ich einfach, mich interessiert einfach mal der Kontrast. Ich werde die erste Runde mit Stufe 1 Equipment zocken, zweite Runde mit Stufe 2 und dritte Runde mit Stufe 3. Einfach um mal zu schauen, wie es denn so ist, also wie diese einzelnen Stufen sich unterscheiden, wo dann die Schwierigkeiten genau sind. Wir jagen Julie Rosewell, wir sind in Tanglewood, also eine kleine Map, damit es auch nicht zu lange dauert im besten Fall. Und ja, es könnte sein, dass wir einen Geist haben, der uns direkt alle Beweise liefert. Wir sind beide bei auf Albtraum, sprich es wird wahrscheinlich zu einer Jagd kommen oder zu diversen Tests. Deswegen schauen wir jetzt auch mal, wie lange das Ganze dauert, sonst werden 2 oder vielleicht sogar 3 Videos draus gemacht, wenn die Runde zu lange dauert. Aber ja. Das interessiert mich nämlich jetzt einfach mal so, dieser direkte Kontrast. 3 Runden, gleiche Map und eben Stufe 1, Stufe 2, Stufe 3. Denn ja, die meisten, die gerade starten, sind mit dem Stufe 1 Equipment vertraut und es soll ja eine Steigerung geben. Und in den meisten Fällen gibt es eine Steigerung von Stufe 1 zu Stufe 2 zu Stufe 3. Doch gerade wenn man jetzt zum Beispiel das Thermometer anschaut, ne, viele mögen das 1er lieber als das 3er. Andere mögen das 3er lieber als das 1er. Ebenso beim Salz beispielsweise verwenden viele ganz gerne das Stufe 2er Salz anstatt das Stufe 3er Salz. Einfach, danke. Gut, damit man nicht verwirrt wird, zum Beispiel während der Jagd, ne? Wenn er dann langsamer ist zum Beispiel. Ne? Viele verwenden auch zum Beispiel lieber die 2er Räucherstäbchen oder 1er Räucherstäbchen, was ich gar nicht nachvollziehen kann, als die 3er. Deswegen, ja, will ich jetzt einfach mal schauen, wie das Ganze läuft. Erstmal müssen wir natürlich herausfinden, wo der Geist ist. Und dass er schon mal den Breaker ausgemacht hat, sagt mir schon mal, Gin ist raus. Dass er ihn nochmal ausgemacht hat, sagt mir jetzt schon mal, okay, es könnte Richtung Handtuch gehen. Aber gut, wir müssen jetzt erstmal schauen. Hier haben wir Freezing Atem, hier liegt auch schon eine Tasse. Die... Voila. Also wenn die vom Tisch herübergeflogen ist, na, dann geht mein Denken jetzt Richtung Poltergeist. So, schauen wir mal. Hier ein bisschen über ein Zweier. Gut. Es dauert wahrscheinlich noch einen kurzen Moment, bis es sich temperiert. Nicht wundern, ich lege das hier ein bisschen näher hin. Nicht, dass es hier irgendwie noch zum Foyer dazuzählt. Und dann kann es erstmal temperieren. Die Stufe, das Stufe 1 Equipment ist, ja, stellenweise ein bisschen nervig, ein bisschen anstrengend oder es dauert eben ein bisschen länger, wie zum Beispiel das Thermometer. Das legst du in den Raum rein und muss es erstmal temperieren. Bei den anderen Stufen hast du die Möglichkeit, einfach einen Knopf zu drücken, kurz zu warten und dann hast du die Temperatur. Das ist der Vorteil. Genau sind alle, also ne, so ungefähr, auch bei allen variiert es so ein bisschen. Aber das T1er Thermometer einfach in den Raum reinlegen und ja, ich muss sagen, das T1-Salz ist, glaube ich, das, was ich am schlimmsten finde. Einfach aufgrund der Tatsache, dass wir nur diese 2 kleinen Mini-Häufchen haben. Das tut irgendwie weh. Das ist anstrengend. So, ich habe... ja, wir gehen nach draußen. Wir holen den nächsten Run. Jetzt da drin zu warten, bis er wiederkommt. Schwierig. Was ich sehr interessant finde, wie gesagt, und mit den 2 Breakouts machen, geht Richtung Handtour. Gerade eben war er sehr, sehr ruhig. Das würde Richtung Shade gehen. Die Tasse am Boden könnte Richtung Poltergeist gehen, insofern es einmal geworfen war. Also schon mal sehr viele Geister hier in der Überlegung. Eigentlich müsste ich jetzt natürlich so sozusagen mit dem Wissen rangehen oder mit dem Denken eines Spielers, der erst angefangen hat, um wirklich den Kontrast zu ziehen. Und ich sag mal so, jetzt hier so zu tun, als ob ich gar nichts über die Geister weiß und auf beim T3-Equipment dann so zu tun, oder was heißt so zu tun, halt normal zu spielen mit dem Wissen, wäre machbar tatsächlich, aber ein Mittelding finden für T2 wäre ein bisschen seltsam. Aber gut, jetzt heißt es erstmal hier den Geist rausfinden und bis jetzt haben wir noch gar nichts. Wunderbärchen. Ich wurde mal gefragt, gut, da ist ein Hauch-Event, deswegen ist Uni auch raus. Ich wurde mal gefragt, wie es aussieht, wenn der Geist in die Box redet. Sobald dieses Weiße ist, dann redet er in die Box oder hat er in die Box geredet. Wir haben unseren ersten Beweis. 2 Geister sind schon mal draußen. Danke dafür. Er ist noch nicht ins Salz gesteppt. Deswegen könnte es Richtung Gespenst gehen. Gut, muss aber auch nicht. Ne? Abmarsch nach draußen. Ich werde nicht auf eine perfekte Runde setzen. Es geht mir nur darum, den Geist zu erkennen. Wie schnell geht das? Wie lange dauert das? Und so weiter und so fort. Im besten Fall eben eine Jagd. Deswegen sind wir auf Albtraum, damit es nicht zu lange dauert. Und ja, Dots. Die Dots sind, glaube ich, für mich das Schlimmste ungefähr. Wenn es Richtung Gespenst geht, müssten wir die Dots jetzt haben. Oder EME 5.
ME5 ist für mich mit dem T1 Equipment ein wenig nervig, sage ich jetzt mal. Da man eben immer nur ein EMF sehen kann. Und das ist stellenweise wirklich ein bisschen kontraproduktiv. Muss vor allem dann auch in der Nähe sein und so weiter. Ist ein bisschen nervig. Aber das ist noch nerviger, muss ich sagen. Ich überlege, ob ich die Dots hier platziere und in die Richtung scheinen lasse. Na, dann habe ich hier diesen Eingangsbereich, aber er ist ja hier noch nicht reingesteppt. Gut, da sind Dots. Gut, und es ist hier lang gelaufen. Es könnte sein, dass an dem Salzhaufen vorbei ist. Aber ich würde jetzt einfach mal an dieser Stelle sagen, wir haben Gespenst. Wollen wir es auf eine Jagd ankommen lassen? Ich glaube, wir wissen, was wir sehen wollten, Gespenst. Und ihr seht, das ist es möglich. Es hat aber auch eine gewisse Schwierigkeit hervorgerufen. Jetzt wäre natürlich interessant gewesen, für den ultimativen Test auf Profi zu zocken. Sprich, wie schnell kriegst du alle drei Beweise? Gut, man müsste jetzt eigentlich immer den gleichen Geist haben, damit man es wirklich zu 100% genau testen kann und wirklich die Daten, sage ich jetzt mal, vergleichen kann. Aber machbar. Also das war zumindest machbar. Gespenst, naja. Gut, Jagd würde entweder Hyperspeed und dann Slow-Mo, wenn er in der Nähe ist, dann wäre es Diogen. Würden wir ihn fast nicht sehen, wäre es Phantom. Gespenst mit dem Salz und das, was übrig bleibt, ist Yokai. Ich bin jetzt einfach beim Gespenst. Ich weiß leider nicht, wie hoch meine Sanity ist. Ich nehme jetzt einfach hier die Räucherstäbchen, gehe da rein, suche den verfluchten Gegenstand, spiele damit, insofern es einer ist, gegen den ich nichts habe, um meine Sanity zu droppen und ja, dann hatten wir auch die Jagd noch, dann haben wir es nochmal confirmed. Aber wie gesagt, bis jetzt bin ich sehr fein damit, immer noch nicht ins Salz gesteppt. Da bin ich sehr confident mit. Gut, wir haben keine Karten, ich schaue jetzt mal. Ich schaue jetzt erstmal nach der Blutpuppe, mit der Hand spiele ich sowieso nicht. Blutpuppe haben wir nicht und... Okay, ich hatte es in mir und ja klar, da kommt nochmal ein Hauch hinterher. Gut, es hat gemerkt, okay, das verfluchte Objekt, was wir haben, gefällt mir nicht. Ballert er mich einfach zu mit ausreichenden Events. Drei Events schon mal abbekommen, was bedeutet 70% Sanity, dann noch ein bisschen Haus verbracht, wir sind jetzt wahrscheinlich so auf 60% oder sowas. Deswegen würde ich sagen, ich warte jetzt einfach noch die letzten paar Prozente. Und ja, vorher sollte ich erstmal schauen, ob wir hier irgendwo ein Versteck haben. Ja, gut, so lange warten war das jetzt gar nicht. Am nervigsten ist, glaube ich, ihr seht es ja, es ist relativ dunkel. Das krabbelt hier, obwohl es so dunkel ist, sehen wir es gut. Und die Schwierigkeit an T1 Räucherstäbchen ist, du räucherst und der Geist läuft in irgendeine Richtung. Problem ist, wenn du räucherst und er läuft random in deine Richtung, in die Richtung, in der dein Versteck ist. Na, so viel Distanz kannst du gar nicht aufbauen und früher oder später ist ja dieser Effekt vorbei. Und das ist dann ein wenig kontraproduktiv. By the way, Eogen ist raus, Phantom ist raus. Wir hätten jetzt hier nochmal Salz platzieren können, hätten wir nochmal besser testen können, aber hier immer noch nicht ins Salz gesteppt. Gespenst, Abmarsch nach draußen, let's go. Und ich werde nach der Runde nachschauen, insofern ich es nicht vergesse, wie lange die Runde genau gedauert hat, damit man einfach mal so einen Kontrast bekommt. Na, denn das würde mich jetzt selber mal interessieren, womit komme ich am besten klar? Der Einzelequipment ist natürlich ein bisschen nervig, ne? Die DOS zu platzieren beispielsweise, die Qualität der Videocam, EMF, dass man dadurch, dass man eben nur eines finden kann. Aber ihr habt es gesehen, es ist machbar. Wir schauen uns einfach mal, überspringen Details. Wir waren jetzt 7,5 Minuten. Dann würde ich sagen, einfach Tanglewood auswählen. Wir wählen das Stufe 2 Equipment und hier, wenn ihr im Shop seid, bei eurem Loadout, könnt ihr einfach hier unten auf das Plus klicken. Jetzt habt ihr alle Stufe 2. Das ist ganz praktisch teilweise oder gerade wenn man so eine Challenge macht. Hat man schon zu Hause sehen. Let's go. Ich finde 7,5 Minuten, ich muss mir das aufschreiben, sonst habe ich später wieder vergessen. 7,5 Minuten finde ich angenehm, finde ich machbar. Gut, hätte man jetzt natürlich versucht, eine perfekte Runde zu schaffen. Mit Parabolen allem drum und dran. Ich weiß nicht, was die Nebenquests waren. Wäre das Ganze vielleicht ein wenig nerviger gewesen. Aber auch dann wäre es nicht allzu nervig. Also nicht allzu schwierig. So, wir haben jetzt hier schon mal, gut, Schnee ist gerade in dem Fall ein bisschen ungünstig, aber wir haben jetzt hier den ersten Gegenstand, den die meisten eher weniger mögen. Ne? Ihr merkt, dass wir drücken drauf und es dauert ziemlich lange, bis sich diese Temperatur refresht. Deswegen verwenden die wenigsten das T2er Thermometer, auch wenn man an dieser Stelle sagen muss, dass das T2er Thermometer im Grunde wie das von früher ist, mit dem Unterschied, dass es früher schneller getickt hat, also schneller die Zeit, sage ich schon, die Temperaturen gezeigt hat. Ja, hat ein bisschen Nostalgie-Faktor, aber ist einfach unschön. Es macht einfach keinen Spaß damit, sagen wir es mal so.
Also ich gehe schon mal auf die Suche, denn ja, wir müssen ja ungefähr auch einen richtigen Vergleich haben. Sprich, wenn wir jetzt hier 20 Minuten brauchen, um die Geisterung zu finden oder warten, bis sich repariert, ist ja auch ein bisschen ungünstig. So. Das ist, denke ich, eindeutig. Und hier werden Zweier, Wunderbärchen. Also, Geisterraum gefunden, Abmarsch nach oben. Und, ja. Bis jetzt fängt schon mal gut an. Geisterraum nicht allzu lange gedauert. Keller ist auf der einen Seite gut, da die Geister sehr unwahrscheinlich ihren Geisterraum nach oben verlagern. Also sprich, allgemein auch Roaming gehen nach oben oder sowas. Kann passieren, durchaus, aber es ist wie gesagt einfach nur unwahrscheinlich. Oder unwahrscheinlicher. Nachteil ist natürlich, wenn du sowas wie einen roamenden Geist in der Auswahl hast. Der wird natürlich dann auch selten, dass ein Geisterraum wechseln oder roamen, wenn er im Keller ist. Ebenso wie auf dem Dachboden hier in Bleasdale. Da genau dieselbe Regelung. Das könnte dann ein bisschen nervig sein. In sowas wie Willow ist es machbar. Du mich auch. Ich sehe dich noch nicht mal. Warte mal, ich mache hier wieder Licht an, das gibt's ja nicht. So, wen oder was haben wir? Ah, schon wieder das Kind. Also an der Stelle passt es eigentlich. Na, zweimal der gleiche Skin zumindest schon mal. Gut, das Licht können wir ausmachen, können wir anlassen, ist komplett egal. Ich würde so feiern, wenn es jetzt wieder ein Gespenst ist. So, ich, große Preisfrage, warten wir jetzt. By the way, hier unten im Keller könnt ihr auch auf dieser Box und auf dieser Box Fingerabdrücke kontrollieren. Ich gehe jetzt einfach nach oben. Das Blöde klingt, ich bin jetzt schon mal beim Gespenst. Einfach weil es da hinten das Event gegeben hat und bis jetzt noch nicht durch Salz gesteppt ist. Hätten wir zum Beispiel sowas wie den Schaukelstuhl gehabt, dann hätten wir, also nach dem Event, dann wäre es klar gewesen, okay, wir haben wieder ein Gespenst, aber, na, wir wollen das ja halbwegs, richtig machen oder ähnlich machen, sprich, ich gehe trotzdem auf die Beweise. Wir wollen einfach mal schauen, wie nervig ist es mit diesen Beweismitteln, diesen Gegenständen, wie früh kann man sie ausklammern oder wie schnell kriegt man einfach den Beweis. So, Licht aus, ne? Alle Lichter müssen aus sein, außer die Taschenlampe, die kann an sein und sowas wie ein Knicklicht. Aber alle... Gut, na, hier hat man jetzt schon mal einen Kontrast gemerkt, ne? Beim ersten Mal drei Fragen gestellt, Antwort gekriegt, hier eine Frage gestellt, Antwort gekriegt. Man kann es nicht zu 100% jetzt genau vergleichen. Denn es könnte ja sein, dass hier der Geist in mir sozusagen war, also wirklich nahe dran. Und in der Runde davor war er weiter weg. Das ist ja im Rahmen des Möglichen. So, hier ist nichts, hier ist nichts. Wir hatten hier jedoch... Dieser Zweier ist die Box und der Dreier ist das Buch. Das Buch ist weggeworfen, ist aber nicht beschrieben. Wir können es nicht ausklammern, da wir auf Albtraum sind. Aber wir wissen jetzt schon mal, okay, wir müssen uns nicht mehr darauf fokussieren. So, also wir haben die Box wieder. Bis jetzt passt wirklich alles wieder runde gerade eben. Das ist schon mal eine coole Parallele. Abmarsch nach draußen. Und ja, im besten Fall kriegen wir gleich wieder Dots. Ja, wie gesagt, allein das mit der Box fand ich jetzt schon mal sehr interessant. Dots könnte jetzt auch interessant sein. Die T2er-Dots haben... Oder ja, sind ein bisschen entspannter zu platzieren, haben aber eine kleinere Range. Das könnte natürlich auch nach hinten losgehen oder gerade wenn du einen großen Raum hast. Da musst du beide platzieren und dadurch musst du natürlich auch öfter laufen. Gut, T3er wäre dann nochmal eine Steigerung. So, hier ist alles fresh. Ja, es ist immer noch nicht ins Salz gesteppt. Also ich würde jetzt mal sagen, wir denken alle schon Richtung Gespenst. So, kriege ich hier genauso schnell meine Dots? Na, läufst du durch? Ja, nein, vielleicht? Nee, ich habe das... By the way, bewusst hier zwischen den zwei Salzhaufen platziert, dann sollte er jetzt auf einmal hier so durch die Dots durchlaufen, über das Salz drüber. Und er ist nicht reingesteppt, dann, na, Gespenst. Gut, so viel dazu. Es geht definitiv nicht so schnell wie vorhin. Es könnte jetzt natürlich auch sein, dass wir eben F kriegen. Man weiß es nicht. Ich gehe jetzt erstmal nach draußen, werde ein wenig nach den Dots schauen. Und gut, danach Räucherstäbchen mit rein zur Not. Und dann müssen wir halt... Passt schon auf Wahnsinn zocken. Hört sich doof an. Aber, na, wenn du die Beweise nicht kriegst, ist schon unwitzig. So, aber erstmal hier auf dem Bildschirm starren und, ja, Daumen drücken an dieser Stelle. Da sind wunderschöne Dots. Man sieht es, wie sie durchläuft und es ist natürlich wieder das kleine Kind. Es ist auch hier drüber gelaufen, was bedeutet, dieses Salzhäufchen hier unten muss es auf jeden Fall gerettet haben. Hier war nochmal Dots. Also, ich gehe einfach mal davon aus, dass wir wieder bei unserem Gespenst sind. Ich habe jetzt hier... eben ein bisschen auf die Dots warten müssen. Gut, inwiefern man jetzt sozusagen diese Wartezeit damit mitwertet. Gut, kannst du machen wie Dachdecker. Mir geht es ja letzten Endes eigentlich nur ums Endprodukt. Wie lange habe ich gebraucht? Diesmal werde ich jedoch mit dem verfluchten Objekt spielen, insofern es nicht die Hand ist.
Gut, es ist die Hand, deswegen werden wir nicht mit dem Objekt spielen. Wir haben jetzt natürlich den Kontrast, auch wenn es ein Gespenst ist. Ist das Problem gerade, dass wir keine drei Events hatten, wie gerade eben in der Runde. Deswegen ist es ein bisschen schwerer, jetzt so einen Kontrast oder einen Vergleich zu ziehen. Aber in erster Linie geht es, denke ich mal, um die Gegenstände. Und allein wenn man jetzt die Beweismittel anschaut, kann man auf jeden Fall schon mal sagen, es schenkt sich gar nicht mal so viel. Wenn du weißt, wo du sie zu platzieren hast und vor allem wie, dann ist es gar nicht mal so dramatisch. Klar, das letzte Wort hat immer der Geist. Na, wenn der Geist motiviert ist und dir die Beweise geben möchte, na, es ist ja alles eine Wahrscheinlichkeitssache, dann kriegst du sie. Na, dann siehst du den Geist super über die Dots laufen, über das Salz laufen und weißt dann sogar schon, welchen Geist du hast. Aber es kann natürlich auch mal nach hinten losgehen, es kann mal länger dauern. Na, Freezing beispielsweise, wenn du in Robin den Geist hast, viel Spaß, Freezing zu kriegen. Ja, es kann nach hinten losgehen, es kann kontraproduktiv sein und da ist es dann relativ egal, ob T1 oder T2 oder T3. Ja, dazu kann ich jetzt noch nicht viel sagen, haben wir bis jetzt heute noch nicht gesehen. Aber alles in allem würde ich jetzt an dieser Stelle einfach schon mal sagen, es ist komplett egal, welches Equipment. Nimm das, womit du am besten klarkommst. Ja, wenn du jetzt zum Beispiel mit dem T1er-Thermometer besser klarkommst als mit dem T3er, dann nimm das mit. Na, wenn du lieber die T2er-Dots hast als die T3er-Dots, weil es vielleicht angenehmer ist zu platzieren, dann nimm die mit. Na, darum geht es im Grunde. Na, das Equipment, klar, manches glänzt dadurch, dass es einfach eine größere Reichweite hat, dass es eine größere Reichweite hat oder eine bessere Wahrscheinlichkeit, dass damit interagiert wird, wie zum Beispiel die Geisterbox. Na, da würde ich auf jeden Fall immer die dritte Stufe empfehlen. Aber bei vielen Gegenständen ist das relativ irrelevant. Na, wie gesagt, die Dots, ganz egal ob T1, T2 oder T3, da ist die Wahrscheinlichkeit ändert sich nicht. Also kann man danach belieben, also wie es für dich angenehmer ist, entscheiden. Ebenfalls, so, den Sanity-Drop nehme ich mit. Ebenfalls beim Thermometer, na, da ist auch komplett, das ist jetzt ein Event. Event sage ich schon, das ist die Jagd. Ich habe dabei nicht geschaut, wo wir ein Versteck haben. Können jetzt nach hinten losgehen. So, ich räuche und hört auf die Stems. Es ist langsamer dadurch geworden. Das, ja, es hat jetzt eben so ein Mittelding zwischen T1 und T3. T3 komplett gestoppt, T1 normal weiterlaufen und T2 ist ein Mittelding. Ja, man kann T2 nehmen, wenn man kein Fan von den T3ern ist, aber trotzdem ihn ein Versteck möchte. Selbst wenn der Geister mitläuft, ist er eben langsamer und du hast die Möglichkeit, vorbei zu speeden und ab in dein Versteck. Könnte aber auch verwirrend sein. Na, gerade wenn du mit mehreren Leuten zockst und einer verwendet die T2er Räucherstäbchen, die Mates kriegen vielleicht nicht mit. Na, gut, wenn du jetzt im Discord-Call zum Beispiel bist, na, oder mit Premates zockst, dann wird da schon Kommunikation vorhanden sein, im besten Fall. Aber gerade wenn du mit Randoms zockst, da ist es teilweise dann schwierig zu sagen, okay, wann hat er jetzt geräuchert? Hat er geräuchert oder war das eine Geschwindigkeitsveränderung, weil es zum Beispiel ein Revy ist und deswegen ist er auf einmal in Slow-Mo unterwegs? Das weiß man ja nie. Ich setze daher gerne auf die T3er. Aber was ich natürlich an dieser Stelle verstehen kann, by the way, wir schauen jetzt hier nochmal nach. 9 Minuten war das jetzt. Jetzt kommt T3-Equipment. Was ich auf jeden Fall verstehen kann hinsichtlich der Räucherstäbchen. Wenn du die T3er hast, du räucherst und er bleibt stehen. Das nimmt ja auch schon mal ein bisschen Zeit von der Jagd. Sprich, Zeit, in der du auf die Geschwindigkeit hören könntest. Wenn du jetzt hingegen dann mit den T1er Räucherstäbchen räucherst, dann behält er die Geschwindigkeit, ganz genau, schnell, langsam oder was auch immer. Somit kannst du nochmal eine längere Zeit drauf hören. Das Einzige, was natürlich dann von Nachteil ist, ne, aber das hast du bei allen, sobald du geräuchert hast, sieht er dich ja nicht mehr, hört dich nicht mehr, sprich, er baut keine Line of Sight oder sowas auf. Aber so kannst du zumindest dann auf die Geschwindigkeit, die er ab dem Moment, wo du geräuchert hast, kannst du darauf hören, welche Geschwindigkeit er hat. Und das ist natürlich dann sehr, sehr praktisch hin und wieder. Deswegen muss man das selber abschätzen. Wenn du jetzt zum Beispiel auf Albtraum-Wahnsinn oder sowas zockst, da dauert die Jagd lang genug. Da ist es komplett egal, würde ich mal sagen, welche Stufe du verwendest, danach belieben. Wenn du aber auf Anfänger, Fortgeschritten oder Profi noch zockst, wobei Profi geht auch inzwischen, aber sprich auf einem niedrigeren Schwierigkeitsgrad, dann dauern die Jagden nicht so lange und dann wäre es vielleicht von Vorteil, dann den Geist nicht abzubremsen. Also so gesehen haben viele Gegenstände positive und negative Aspekte. Es ist hier in der Nähe, ich droppe hier mal alles. Und hier sieht man schon mal zum Beispiel den Vorteil vom T3er, gut jetzt nicht mehr, vom T3er EMF.
Das kann bis zu 3 Interaktionen festhalten. Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr schöner Vorteil. By the way, lasst mich gerne wissen, ob ihr auch Videos noch, genauere Videos zu diesen Beweismittelgegenständen haben wollt, wie genau man sie verwendet. Ja, dann würde ich auch wirklich minutiös die Gegenstände erklären, oder zumindest die Dreier-Gegenstände. Aber gut, ja, muss man mal schauen. Man könnte eigentlich auch dann auf jede Stufe eingehen, aber once noch mal an. Na, wenn ihr Bock drauf habt, dann gerne mich wissen lassen, weil dann ist das kein Thema. So. Geistraum, würde ich mal sagen, haben wir gefunden. Ich würde so feiern, wenn es schon wieder ein Gespenst wäre. Aber bis jetzt sieht's gut aus. Oh, schade. Es ist reingesteppt und man hat einen Step gehört. Ich traue der ganzen Sache aber nicht. Ich würde gerne noch warten, bis es hier nochmal einen Sidestep. Was interessant ist, ihr habt das gemerkt. Er ist hier reingesteppt. Also scheinbar wollte er hier gerade rausgehen oder sowas. Und hier ist er jetzt erstmal nicht reingegangen. Es gab am Anfang das Gerücht, oder es stand sogar in dem Patch Note, dass man... Gut, jetzt 2 Steps und hier ist nichts gut. Dass man, wenn man das Salz vor dem Geisterraum platziert, dass man den Geisterraum hindern kann, den Geisterraum zu verlassen, insofern es noch unberührt ist. Sprich, also im Umkehrschluss habe ich mir jetzt gedacht, okay, wenn er in das Salz läuft, dreht er um. Das wäre jetzt mal wirklich interessant herauszufinden, ob das wirklich der Fall ist. Aber gut, ich weiß es nicht. Und es ist auch nur bei den beim T3er-Salz der Fall. Wäre aber trotzdem mal gut zu wissen, denn so könntest du dann natürlich auch, gerade wenn du jetzt zum Beispiel Schwierigkeiten hast, Freezing zu kriegen, könntest du einfach Salz vor dem Geisterraum platzieren, ne? Natürlich vorher warten, ob er auch in den Raum reingeht. Wir haben das Buch. Wunderschön. Schöne Anmerzung gewesen. Genau, du wartest einfach, bis er im Geistraum ist, selbst wenn es hier so ein kleiner Raum ist, und platzierst dann davor Salz. Ne? Dann wartest du, bis er reinsteppt, nächstes Salz und so weiter. Und so kannst du ihn dann dazu forcen, im Geisterraum zu bleiben. Und dadurch, dass er dann länger drin ist, kriegst du dann theoretisch auch wahrscheinlich ja Freezing oder schneller Freezing. Ja, soweit die Theorie. Praxis sieht leider, leider dann doch hin und wieder anders aus. Aber es wäre ein interessanter Gedankengang an der Stelle. Im 1,0 Grad, ihr solltet es trotz meiner Glatze gesehen haben, da ging der Vibrator an, das war nicht meiner. Was wollte ich sagen? Genau, wir hatten 1,0 Grad. Ich bin immer skeptisch, wenn wir 1,0 Grad haben, hinsichtlich Freezing. Denn normale Geister, was heißt normale Geister? Geister, die keinen Freezing als Beweis haben, die können maximal die Temperatur des Raumes auf 1 Grad droppen, also 1,0. Und, naja, wenn wir dann genau 1,0 haben, gehe ich eben erstmal davon aus, okay, es könnte ja sein, dass der Geist kein Freezing kriegt. In dem Fall zum Beispiel ist es jetzt wieder bestätigt. Ich würde trotzdem jetzt, na, es ein normal ein Geist mit Freezing. Kann ja trotzdem 1,0 hitten. Ne? Das ist ja im Rahmen des Möglichen. Aber man könnte vielleicht dann schon so ein bisschen von diesem Gedanken weggehen, okay, ich schaue es nach Freezing, wenn 1,0 war. Aber gut, das, wie gesagt, da alles eine Wahrscheinlichkeitssache ist, eher schwierig an der Stelle. So, und jetzt sind wir auch bereits durch mit den Beweismitteln. Wir haben unsere 2 Beweise, wir haben Revy, Mare und Tai noch in der Auswahl. Hier muss ich jetzt auf die Jagd gehen, denn das war jetzt, ist jetzt nicht so einfach wie mit Räuchern. Was? Mein Gott, wie mit dem Gespenst. Ich weiß nicht, was heute los ist. Mein Hirn ist einfach durch diese Woche. Aber ich habe auch schon lange nicht mehr so viel Phasma aufgenommen wie in den letzten Wochen. Da muss ich mich erstmal wieder gewöhnen. By the way, apropos, Ladies and Gentlemen, diese Woche werdet ihr noch ein zusätzliches Video sehen, und zwar zu einem Projekt, dass ich vielleicht Bock habe zu bringen. Ihr entscheidet dann mehr oder weniger, ob ich das Ganze hochladen soll oder nicht. Zocken werde ich sowieso. Was das für ein Spiel ist, verrate ich noch nicht. Es wird aber noch eine separate Ankündigung diesbezüglich geben. Und ihr werdet das am Samstag sehen. Samstag 20 Uhr. Ist auch schon aufgenommen und alles muss nur noch ja, fertig hochgeladen werden. So, ich warte jetzt, beziehungsweise ich schaue mich jetzt hier mal ein bisschen um. By the way, wir sind jetzt bei 25 Minuten. Ich weiß nicht, ob ich irgendwie cutten musste oder gecuttet habe. Aber damit ihr ungefähr einen Eindruck bekommt, wie lange es diese 3 Runden gedauert haben. Und was mein Eindruck jetzt schon mal ist, insofern die Geister mitspielen, wie es zum Beispiel... Deswegen glaube ich. Wie es zum Beispiel jetzt die beiden Gespenster gemacht haben. Ist es komplett egal, ob die 1, 2, 3... Es dauert nicht wirklich lange. Ja? Wenn man weiß, wie es geht, ist es einfach. Das ist ein Spruch, der ziemlich wahr ist. Und so. Box neben dem Geistraum platziert. Der Geist kann innerhalb von 5 Sekunden dahin gehen.
Und das hat er auch gemacht. Jetzt die große Preisfrage. Tai oder Mare? Ihr habt es jetzt gehört. Relativ lange hat er sich nicht bewegt. Ist er jetzt schneller? So, ich versuche jetzt was. Es könnte sein, dass ich sterbe, aber das ist ja dann egal. Sofern die Jagd so lange geht. Gut, was ich testen wollte, habe ich getestet. Ich überlebe sogar. Ihr hört es. Er ist jetzt schneller. Er hat Line of Sight Geschwindigkeit bekommen. Revy raus. Na, die Geschwindigkeit passt überhaupt nicht. Tai raus. Tai kriegt keine Line of Sight. Mare ist das, was übrig bleibt. Durch das Buch ist auch der Mimik raus. Wunderbärchen, wir haben unsere Runde geschafft und können abdüsen. Dankeschön, tschüss, ciao, Kakao und ja. Was ich auch sehr schön finde, in der guten halben Stunde haben wir jetzt auch ein bisschen Cash gemacht. Gut, man hätte jetzt hier auch noch auf die perfekte Runde gehen können, aber mein Gott, darum geht es ja heute nicht. Und letzten Endes, das Geld ist auch mehr oder weniger egal, solange du genug Cash hast, um Equipment solltest du sterben, nachkaufen zu können. So, jetzt schauen wir mal, lagen wir richtig, Wunderbärchen, und jetzt interessiert mich die Zeit. Zeit 7 Minuten 15 Sekunden. Und das finde ich sehr, sehr interessant, denn die erste T1 Equipment war 7 Minuten 30. T2 war bei irgendwas mit 9 Minuten und T3 ist jetzt auch wieder bei 7 Minuten. Na, man müsste das Ganze viel, viel öfter machen, damit man wirklich dann einen Durchschnitt daraus ziehen kann und wirklich dann sagen kann, was wie lange dauert oder ob es da irgendwie Parallelen gibt. Ne? Also das wirklich mit T1 Equipment geht schneller. Da müsste man noch Varianzen finden, sprich Equipment, das man nicht so mag, zum Beispiel T2 Thermometer und so weiter. Also hinsichtlich dessen kann man jetzt wenig genauer sagen. Aber was mir eben aufgefallen ist, wenn du weißt, wie du dein Equipment zu verwenden hast, ganz egal ob T1, T2 oder T3, kannst du die Runden ähnlich schnell abschließen. Ja? Der Geist muss nur mitspielen. Das ist, glaube ich, das größte Problem. Du brauchst einen Geist, den du gut erkennen kannst. Du brauchst Beweise, die du gut und schnell erkennen kannst. Ne? Beispielsweise Freezing dauert immer ein bisschen länger als jetzt zum Beispiel Ultraviolett, wenn du Salz verwendest. Na, da musst du einfach einen Geist haben, der mitspielt. Das ist, dann ist das Equipment komplett egal, ganz egal welche Stufe. Deswegen kann ich euch nur empfehlen, Ladies and Gentlemen, manche Gegenstände nimmt da das Beste mit T3, wie eben beispielsweise bei der Box, einfach weil der Geist wahrscheinlicher, also auch schneller damit interagiert, ne? Ebenfalls das Buch hat eine größere Range, nimmt das mit, aber bei Gegenständen wie dem Thermometer, wie den Räucherstäbchen, dem Salz und so weiter, da einfach für euch entscheiden, was euch am liebsten ist, womit ihr am besten klarkommt, einfach mal durchtesten, ne? Nicht ohne Grund startet man bei T1 und endet am Ende bei T3, wenn man alles upgradet, einfach damit du jeden Gegenstand mal in der Hand hattest und merkst, ob er dir liegt oder nicht, ne? So viel dazu, Ladies and Gentlemen. Ich bedanke mich jetzt an dieser Stelle fürs Zuschauen, ich hoffe, euch hat es gefallen, war mal ein bisschen was anderes, aber mich hat dieser Gedanke oder das einfach mal interessiert. Und ich finde es sehr cool, was am Ende rauskam. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Haut rein, bis dann. Ciao, ciao.